Jetzt kommt eine weitere junge Frau zu uns, die sehr erfolgreich auf RTL letzten Samstag ihre Show Die klügsten Bürgermeister Deutschlands moderiert hat und demnächst mit einer weiteren großartigen Show bei RTL laufen wird. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier ist Sonja Zietlow. Das ist ja, ach, das sieht ja, ach, wie das wieder aussieht. Herrlich, ein Hauch von nichts. Ja. Ja? Totschick. Immer noch genug. Hast du das selbst gebunden oder gibt's das so zu kaufen? Das gibt es so zu kaufen, vor allem der Witz ist, man kann das also in ganz vielen verschiedenen Richtungen. Ja, mach mal auf, zeig mal. Soll ich mal aufmachen? Was man da so alles machen kann, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja? Ich bin ja so ein modeverrückter Typ. Ich mach was auf und du dann auch. Ja. Und dann bindest du auch. Ja, lass mal, nee, das ist wirklich, das, nee, hast du selber gemacht? Ja, man kann so machen. Ach so. Und dann so. Ach so, du kannst alles. Ja, soll ich mal ein paar Vorschläge machen? Ja. Ja, bindlich. Ja, pass mal auf. Mach mal so. So. Und dann hier oben so. Ja, warte, 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 bist ja nicht fertig. Pass auf, jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Nicht komm. Dreckig machen, bitte. Jetzt kommt der erst. Ach so. 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 Das war super, oder? Bleib ja, so. Ich finde das nicht so toll. Du kannst das nicht. Ja, ist aber schön. Du kannst das nicht, du kannst ja, doch, das nicht. Ja, doch, es ist schön. Ja, die dümmsten, ich will immer sagen, die dümmsten... Deutschlands klügste Bürger. Ja, das bei RTL ist es anders. Bei RTL 2 sind es immer Deutschlands dümmste, weiß ich, Verbrecher... ich dachte bei ProSieben. Nein, das ist doch bei RTL 2. Also. Ah ja, stimmt. Klappt's? Ja, ich bin dabei. Hm? Red ruhig weiter. Nö, ich warte, bis du fertig bist. Wieso? Ist sonst, noch nie einer Frau beim Anziehen zugeguckt? Nein, nur beim Ausziehen. Gute Vorlage. Ja, genau. Die klügsten. Wer hat denn gewonnen eigentlich? Von welcher Bürgermeister? Aus welchem Ort? Wolfgang Rössler, ja, aus der Nähe von Bamberg, glaube ich. Bamberg? Ja. Ah, was waren das für Fragen? Ich habe es nur kurz. Was waren das für Fragen? Zum Beispiel. Hast du es nicht geguckt? Ja, ich habe es nur teilweise gesehen. Ich musste also, das ja heißt, wenn ich dir jetzt Fragen ja stelle, dann auch tust mal du es so, als hättest du es nicht gesehen. Ja. Zum Beispiel, aus welchem Land stammt das Croissant ursprünglich? Alter, woher will man das denn? Muss man, was waren aber? Da gibt es doch auch wieder A, B und C, oder? Soll ich jetzt sagen? A, B und C? Ja. Polen. Polen. Frankreich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Frankreich. Österreich. Österreich. Türkei. Türkei. Da würde ich mal sagen, der Ösi hat es erfunden. Richtig! Ja! Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's ja. Aber ich wusste es nicht. Es war geraten. Ich hätte natürlich, wenn die Frage natürlich lautet, wo kommt es ursprünglich her? Und da dann ist Frankreich mit aufgezählt, dann weiß man schon, genau, was okay, man das... Genau, okay, okay, ja, okay, warte mal. Der Pole hat es in welcher Stadt ist Heinrich Heine geboren? Heinrich Heine. Welche Vorschläge gab es denn da? Düsseldorf, Dortmund. Düsseldorf, das weiß man. Heine Stadt Düsseldorf. Das weiß man natürlich, ja, richtig. Ja, da könnte... Gut. Aber du musst jetzt aufpassen, dass ich nicht klügster Bürgermeister Deutschlands werde. Welcher ehemalige Moderator Wolfgang Lippert ist, nein, nee, ist FDP-Kandidat für die Bundestagswahl 2002? Ehemalige Moderator Peter Bond. Ich weiß es. Und ich habe es nicht gesehen. Nein, natürlich nicht. Ey, ich schwöre. Ich schwöre, ich habe es nicht gesehen. Ich gucke nie RTL. Nein, aber wirklich, mach weiter, das macht ja Spaß. Wer hätte das gewusst, ohne dass ja jetzt schon was vorgegeben wird. Ich schieße ja die Antworten so raus. Komm weiter, ja. Drei Punkte für mich hier. Nee, ich weiß nichts mehr. So, doch, welches Tier ist der sogenannte Sekretär? Sarit. Welches Tier der Sekretär ist? Ja. Der sogenannte Sekretär? Ja, oder weißt du was mir noch einfällt? Ja. Komme ich drauf wegen Peter Bond. Hat damals Casanova tatsächlich Kondome schon benutzt? War das auch eine Frage da drin? Nee. Ich habe aber gehört, war eine andere Frage. Ja, hat er tatsächlich. Ja, und zwar aus Jute.
oder sowas. Ich glaub, oder auch Schweinsdarm. Ja, sowas. Ja. Genau. Aber ist doch schon interessant. Ja, wieder ein Punkt für mich. Hör mal, ich bin hier wieder der größte. Lass uns mal so eine Show machen. Die klügsten Moderatoren Deutschlands. Ja, oder die schnellsten Simser. Kannst du SMS schicken? Die, genau, das ist deine neue Show, oder? Ja, genau, die kommt am Samstag. Wie die schnellsten Simser? Da geht es nicht um Schnelligkeit, sondern natürlich um dadurch, dass wir müssen ganz viele haben. In 100 Minuten 1 Million SMS. Was, die müsst ihr bekommen? Und ja, dann ganz die genau. Show heißt der SMS-Weltrekord. Weltrekord, und dann haben wir den Weltrekord. Wie, das? Simst du? Ja, klar, hin und wieder. Kannst du das schnell, so blind im Auto? Da stehen die Buchstaben drauf auf den Dingern da. Auf den Tasten stehen die Buchstaben drauf. Was soll denn sonst stehen? Wie heißt denn das? Schreibmaschine. Haben also Sie sowas auch? Schreibmaschine. Simsen, was ist das? SMS verschicken. Kenn ich nicht. Kennst du ja wohl. Ich habe noch Telefon mit Wählscheibe. Ja, ja. Doch, natürlich, mache ich, klar, hin und wieder. Nee, und am Samstag eben, ja? Da stellen wir den Weltrekord auf. Ja, was? Die Leute müssen alle dabei sein und uns jede Menge SMS schicken. Was müssen die, was nur da draufstehen, ist egal. Auch im Grunde genommen ist das relativ wurscht. Wenn die alle schreiben, was Anständiges an. So zum Beispiel, oder? Zum Beispiel. Oder Knut mal anders. Ja, oder Knut mal anders. Oder ja, im Kopf. Ja. Nee, oder wir haben natürlich auch Fragen da, wir haben Gäste, prominente Gäste haben wir da. Ja, wie fühlt man damit eine Sendung, mit SMS kriegen? Ach du, jede Menge. Ich meine, die Leute simsen ja überall. Was für Gäste kommen? Hella von Sinn, Ruth Moschner, Ralf Möller. Ah, hier. Dirk Bach. Ja, Dirk hier. Bach, ja. Dirk Bach. Der ja gerade im Quiz, im IQ-Test sehr gut abgeschnitten hat. Genau. Ja. Überraschenderweise hat ja alle Leute haben mir gedacht, so, oh, der oder der. Also ich fand es überraschend und ich fand das ganz klasse. Weißt du, was wir ein bisschen vermissen? Was denn? Deine Quizshow. Der Schwächste fliegt. Der Schwächste fliegt. Wir haben so viele schöne Sachen immer aus der Schwächste fliegt gezeigt. Und du der hattest auch vollkommen fliegt, recht, weil es das war hier, ja. Das stimmt auch, weil es war so saukomisch und du hast es verstanden. Ja. Der Rest nicht. Ach, ja. Ja, es war wirklich eine super Sendung. Ist wirklich, also schade, dass es die nicht mehr gibt. Fand ich auch. Ja, sehr aber, gern genommen, die Frage. Aber du bist jetzt ins große Samstagabendgeschäft eingestiegen. Da muss man ja gratulieren. Das ist ja die Kür im Showgeschäft sozusagen. Du bist eigentlich Pilotin, das stimmt, oder? Ich war mal Pilotin. Das heißt, du warst mal Pilotin, aber richtig Verkehrsmaschinen bist du geflogen. Ja, 737 bei der Lufthansa. 737 bist du geflogen? Ja. Um Himmels Willen, oder? Da will man nicht hinten drin sitzen. Nein, Spaß. Ich habe wirklich immer schöne Sachen. Frauen können heute alle genauso gut einparken wie Männer Nee. Auch. Nee? Nee. Einparken also kannst nee, du nicht da bin so gut? Ich kann gut einparken. Ja. Nein, aber ich finde schon oft, ich glaube, die Männer lassen die Frauen nicht oft genug ans Steuer. Ja. Oder an Knüppel. Naja. Mhm. Ja. Wie ist das denn bei du verlierst dann irgendwann ja die Pilotenlizenz, oder? Ja, habe ich nicht mehr. Ich darf nicht. Das mehr ist aber doch schade, man könnte die doch aufrechterhalten. Das heißt, du darfst gar nicht mehr fliegen? Nee. Auch keine kleinen Sportmaschinen mit Propeller und so? Du darfst gar nichts mehr fliegen? Aber so lässt man doch nicht verfallen. So eine Ausbildung dauert doch viel. Ja, aber das ist 2 Jahre nur. 2 Jahre dauert die Ausbildung. Ja, und jetzt darfst du gar nicht mehr. Nein, aber die Privatfliegerei ist blöd. Das ist, warum? Weil das ist irgendwie so diese kleinen Dinger. Mit kleinen Dingern und so. Ja. Ist blöd fliegen. Und nein, es ist auch gefährlich, wenn du nicht, also finde ich persönlich, wenn du nicht wirklich die ganze Zeit, also regelmäßig Flugstunden abschrubbst, sage ich mal, dann ist es gefährlich. Also als wir damals mit den Verkehrsflugzeugen da rumgeflogen sind, haben wir unheimlich oft da diese ganz kleinen Flieger, die sind uns in die Quere gekommen und dann immer unidentified object und da mussten wir aufpassen. Aber in der Höhe fliegen die doch gar nicht mehr wo. Naja, ganz da oben nicht, aber wir machen auch An- und Abflüge tatsächlich. Ach tatsächlich, macht ja auch, ja klar, irgendwie müssen die Maschinen ja auf den Boden kommen, verstehe. Ja, schade, dass es sonst wäre auch noch eine tolle Jobalternative, oder? Wenn man mal keinen Bock mehr auf Fernsehen hat, geht man wieder zur... Wo warst du, bei der Lufthansa? Ja. Bei der Lufthansa? Naja. Nö, aber das war, das ist gut. Aber RTL Fernsehen ist besser als bei der gut. Lufthansa? Ja, finde ich schon. Ja. Ja. Da bin ich gespannt. Komm, was kommt nach der großen SMS-Weltrekordshow? Da suchen wir Deutschlands klügsten Geistlichen. Was? Deutschlands klügster Geistlicher? Ja, Geistlicher und Priester. Ja. Absolut genial. Gemischt evangelisch-katholisch oder 2 Shows? Alles, für die katholischen alles. Und Nein, alles zusammen. Es gibt ja noch mehr außer evangelisch-katholisch. Mach mal Deutschlands klügste Moderatoren. Da steige ich schon mit 4 Pluspunkten ein. Möchte ich wirklich gerne machen. Deutschlands klügste Fernsehstars, meinetwegen. Ja. Machst du mit? Versprochen? Gib mir dein Wort. Wollt ihr das, nee. Stefan mitmachen? Moment. Moment. Wir müssen uns schon auf eine Kategorie einigen, dann nicht so B-Stars und so, dass dann nachher Jeanette Biedermann und so sitzen, weißt du?
Ach, da hättest du Angst, dass du... Nein, aber da macht das ja nicht Spaß zu gewinnen. Nein, man macht ja Vortests, das ist das Gute. Da muss schon irgendwie Reich-Ranitzky und... Es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwelche Leute aussuchen und die dann da hinsetzen, sondern die müssen harte Vortests machen. Ach was, ihr macht Vortests? Genau, und wenn du durch den Vortest nicht durchkommst, dann kannst du toll sein, wie du willst, aber dann bist du nicht bei den 24 Besten dabei. Naja, gut. Wir können ja mal machen, Deutschlands beste Moderatoren im Turm springen. Oh, ich habe dich gesehen. Wo? Ich wollte ja eigentlich nicht kommen, aber als ich dich gesehen habe in deiner Badehose... Ich finde, Stefan hat ganz schön abgenommen. Aber das ist doch bekannt. Ja. Ich war nie dick. Und ich kann es ja regulieren, weißt du? Wenn ich will, bin ich nächste Woche fett. Ja? Echt? Und ist so. Willst du denn? Nee, aber ich könnte, wenn ich wollte. Und wenn ich warum dann wieder will... Warum hast du denn abgenommen? Sag mal. Was denn? Warum hast du denn abgenommen? Weil ich nichts zu fressen bekommen habe. Ja, was denn? Weil ich... Ja. Ich war im Sommer war ich in Südeuropa und ich hatte 6 Wochen Dünnpfiff. Da nimmst du einfach ab. Du bist mal schon mal vom Zehner gesprungen mit dem Kopf vorwärts? Echt? Ich kann das nicht anders. Ich kann keinen Fußsprung machen, weil ich immer denke, mir reißt da oben alles auf. Du bist vom Zehner gesprungen mit dem Kopf vorwärts? 12,50 sogar. Aber da war ich noch klein. Wieso 12,50? Solche Bretter gibt es doch gar nicht. Doch oder in war 2,50 Meter zu wenig Wasser im Pool? Nein. Ja. Nee. Echt? Ja. Wahnsinn. Das war's schon für heute, meine Damen und Herren. Da bedanke ich mich, dass Sie uns zugeschaut haben. Morgen bei uns unter anderem Sophie Alice Baxter. Dann macht es gut, bis morgen. Tschüss, Sonja Ziedlow.